Der durchschnittliche Millionär hat oft 7 Einkommensquellen, wohingegen die durchschnittliche Person nur eine Einkommensquelle hat und für diese sogar aktiv arbeiten muss. Das bringt die durchschnittliche Person sehr schnell in eine verwundbare finanzielle Situation. Viele Millionäre hingegen haben viele verschiedene Einkommensquellen, die unabhängig voneinander sind und oft sogar passiv. Wenn das so nicht genug wäre, zudem sind oft die Einnahmequellen von Millionären sogar steuerlich begünstigt, wohingegen der normale Arbeitnehmer bis zu 42% Steuern zahlen muss. Es macht also doch Sinn, die Seite zu wechseln, oder? Aus diesem Grund wollen wir uns heute einmal 7 Einkommensquellen von Millionären anschauen, ein paar Ideen, wie man diese erreichen könnte und diese sogar zum steuerlichen Vorteil nutzen kann. Also alle zukünftigen Millionäre oder die es gerne werden wollen, lasst doch mal ein Like da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die meisten haben oft wohl nur einen Job. Oder man könnte auch sagen, wie im Englischen, just over broke. Also gerade genug Einkommen, um sich über Wasser zu halten. Man bewegt sich also genau in seiner Komfortzone. Das Gehalt motiviert gerade genug, um jeden Tag wiederzukommen, aber bringt einen nicht wirklich voran. Man ist, so wie man schön sagt, im Hamsterrad gefangen und andere übernehmen die Kontrolle über das eigene Leben. Hinzu kommt, dass man, wenn man als Arbeitnehmer seine einzigste Einnahmequelle verliert, oft sehr schnell in einer finanziellen schwierigen Situation ist. Verliert hingegen ein Millionär eine Einnahmequelle, ist das meistens nicht so schlimm und er kann sich noch weiter selbst versorgen. Damit können wir die Grundlage schon mal festhalten, wir sollten mehrere Einkommensquellen aufbauen, um uns dadurch zu diversifizieren. Deswegen lasst uns doch einmal anschauen, welche das sein könnten und wie diese funktionieren. Nummer 1, die erste und wohl weit verbreitetste Einnahmequelle und gefühlt 99% der Menschen befinden sich in dieser, ist die Kategorie Gehalt durch Arbeiten. Vom einfachen Arbeiter bis hin zum CEO, Ärzte, aber auch Freelancer, die durch die Welt reisen und sich als frei bezeichnen. Doch wie frei sind diese wirklich? Nicht wirklich, weil all diese Personen tauschen Zeit gegen Geld. Sie haben ein aktives Einkommen. Dennoch starten auch viele Millionäre hier, was es zu einer guten Ausgangsposition macht. Man muss jedoch tunlichst vermeiden, sich in dieser Einkommensquelle einzunisten. Denn deine Zeit ist limitiert und jeder hat 24 Stunden. Damit ist Zeit das fairste Gut der Welt, aber begrenzt auch die Möglichkeiten, wie viel du verdienen kannst. Obendrauf kommt es noch, dass die Steuern hier sehr hoch sind und man zahlt von jedem verdienten Euro bis zu 42 Cent Steuern. Du arbeitest also gefühlt die Hälfte der Zeit für jemanden anderes. Also welche besseren Einnahmequellen gibt es vielleicht noch? Die Nummer 2, das nächste Einkommen von vielen Millionären, ist ein Einkommen durch Gewinne. Also ein Produkt oder ein Service oder eine Dienstleistung, die sie verkaufen, um einen Gewinn dazu mitmachen. Hier wechselt man vom Arbeitnehmer zum Unternehmer. Noch vor 30 Jahren war dies gar nicht so einfach gewesen, einfach aus dem Nichts ein Unternehmen zu erzeugen. Doch inzwischen ist das Glück auf unserer Seite, beziehungsweise das Internet macht vieles viel, viel einfacher. In den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern und Varianten kann man hier sein eigenes Unternehmen starten. Zum Beispiel entweder ein physisches, aber auch ein digitales Produkt verkaufen. Das Ziel ist es dabei, das Produkt oder die Dienstleistung für mehr zu verkaufen, als du es einkaufst oder selbst herstellst. Doch auch hier gibt es viele verschiedene Varianten, vom Aktiv bis hin zum Passiv. Aktiv wäre zum Beispiel ein eigenes Produkt, das du selbst herstellst und verkaufst oder günstiger einkaufst und auf eBay zum Beispiel wieder teurer verkaufst. Dies ist natürlich sehr schwer zu skalieren, aber hier kann man oft sehr gut einsteigen und das mit einer niedrigen Hürde ohne großen Aufwand. Variante 2 wäre schon interessanter, nämlich passiver. Also beziehungsweise man macht sich unabhängig vom Produkt und koppelt dieses von seiner eigenen Zeit. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Amazon FBA, Dropshipping oder ein eigenes T-Shirt-Business. So wie zum Beispiel Aaron das sehr erfolgreich macht von Homo Economicus. Aber auch eine andere Variante wäre ein digitales Produkt, wie zum Beispiel ein Videokurs. Dies kann man unendlich reproduzieren beziehungsweise skalieren und verkaufen und damit gibt es keine Grenzen nach oben. Die eigene Arbeitskraft wird also immer unwichtiger. Man schafft sich mehr freie Zeit und kann sich auf das Wachstum des Unternehmens konzentrieren, anstatt das Produkt selbst herzustellen. Auch hier sind die Steuern natürlich wieder unterschiedlich. Als Selbstständiger oder Einzelunternehmer zahlt man wieder den normalen Steuersatz wie ein Arbeitnehmer von bis zu 42%. Als Unternehmerunternehmen, zum Beispiel mit einer GmbH, hat man viele steuerliche Vorteile und kann seine Steuerlast reduzieren. Die Gesamtsteuerlast trägt hier maximal 31% auf den erzielten Gewinn. Deswegen macht es aus zwei Gründen schon mehr, ein Unternehmer zu werden. Einerseits um die Steuern zu sparen, aber auch das Business skalierbar zu machen. Variante 3, Einnahmen aus Lizenzgebühren. Hier recht speziell und nicht so weit verbreitet, dennoch kann das Ganze sehr lukrativ sein, weil man bezahlt wird, nachdem die Arbeit getan wurde. Sei es, du hast einen Film gemacht, den die Leute immer wieder schauen, ein Buch geschrieben, welches die Leute immer wieder lesen oder Musik produziert, das die Leute immer wieder hören. Immer wenn dies geschieht, bekommst du Lizenzgebühren. Du bekommst also Geld, indem du anderen deine Idee oder dein geistiges Eigentum überlässt. So kann man als Musiker seine Songs auf Spotify stellen und hat damit die Möglichkeit, dass viele Leute die Songs hören können und man dafür natürlich Geld bekommt. Das gleiche ist, wie wenn du ein Buch schreibst und dieses auf Amazon veröffentlichst. Du bekommst immer wieder Geld, wenn ein Buch gekauft wird.
Oder wird dein Buch dann zu einem Kinofilm oder Merch, kassierst du ebenfalls wieder Lizenzgebühren. Dabei handelt es sich um dein geistiges Eigentum. Doch man kann natürlich auch klein anfangen. Man kann zum Beispiel sehr schöne Bilder machen und die auf Stockfoto-Seiten hochladen. Und jedes Mal, wenn das Bild gekauft wird oder genutzt wird, klingelt es in deiner Kasse. Aber das Ganze reicht natürlich hin bis zu McDonald's und ihrem Franchise-Modell. Aber auch Patente jeglicher Art. Hier gibt es sehr viele interessante Kategorien. Ein sehr interessantes Modell aktuell ist zum Beispiel, man sucht sich erfolgreiche Influencer, die gegebenenfalls schon ein Buch geschrieben haben, aber noch kein Hörbuch haben. Jetzt geht man hin und produziert für diese das Hörbuch und vertreibt das auf Audible, aber sichert sich zum Beispiel einen 50% Lifetime-Gewinn. Damit kann man sich was sehr Schönes aufbauen und ich kenne den einen oder anderen, der das sogar macht. Die nächste Einkommensquelle von Millionären, die auch sehr beliebt ist, ist Einnahmen durch Mieten. Hier kommen wohl vielen als allererstes die Immobilien in den Kopf, da viele Millionäre Immobilien besitzen bzw. ein Einkommen daraus generieren. Doch das Ganze muss sich nicht nur auf Mieteinnahmen beschränken. Im kleineren Bereich funktioniert das auch zum Beispiel mit Autos oder Sprintern. So wie zum Beispiel Vincent von Freaky Finances vormacht, der seinen Sprinter vermietet und dadurch ein Einkommen generiert hat. Aber das funktioniert natürlich auch mit jeglichen Gegenständen. Oder man ist so kreativ wie Bastian von Office Flucht und macht ein vollautomatisiertes, weltweites Immobilienbusiness mit Airbnb, ohne selbst Immobilien zu besitzen. Also man muss einfach mal nur um die Ecke denken. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Bei der Vermietung kann man auch oft viele Kosten schon ansetzen und dadurch steuerliche Vorteile genießen, im Gegensatz zum normalen Arbeitnehmer. Nummer 5, Geld durch Zinsen. Also du machst Geld durch Zinsen, welches du verleihst. Wie man auch gerne sagt, man lässt das Geld für sich arbeiten. Und nein, damit ist jetzt nicht gemeint, das Sparbuch oder die Minizinsen bei der Bank. Früher gab es vielleicht noch ein bisschen Zinsen, da heute zahlt man wohl eher Strafzinsen auf Tagesgeld und Co. Besser ist es, anderen Menschen, Unternehmen oder Staaten Geld zu verleihen. Und inzwischen gibt es jede Menge alternativen und attraktive Angebote. Zum Beispiel Kredite an andere Personen zu verleihen durch P2P. Hier wäre zum Beispiel interessant Bondora Gong Show mit 6% oder Mintos, der Plattform, wo ich selbst über 10% Rendite pro Jahr erwirtschafte. Dies funktioniert aber natürlich auch mit Immobilienkrediten, die man vergeben kann, bei Estate Guru. Das Angebot ist inzwischen sehr, sehr groß geworden und jeder kann hier die passende Anlage für sich finden oder, wie ich das mache, sogar alle miteinander mixen. Zudem kann man hier schon ab wenigen 100 Euro einsteigen und braucht keine Million, um sich hier ein passives Einkommen über die Zeit aufzubauen. Zusätzlich das Einkommen aus Kapitalerträgen wird auch natürlich niedriger besteuert, mit zum Beispiel ungefähr 26%, was natürlich günstiger ist als das persönliche Einkommen. Zudem gibt es einen Freibetrag von 801 Euro bzw. verheiratete 1602 Euro. Hier ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Also ist eine gute Möglichkeit, sich eine weitere Einkommensquelle aufzubauen. Nummer 6. Hier machen Millionäre oft das meiste Geld und das sind Vermögenszuwächse aus Kapital. Hier machen die reichsten 1% wie Jeff Bezos, Warren Buffett und wie sie alle heißen oft richtig Kasse. Also die Erhöhung des Preises oder des Wertes von Vermögensgegenständen. Klassisch ist hier wohl die Börse gemeint. Man kauft also eine Aktie günstig ein, dessen Wert steigt über die Zeit und dann verkauft man diese teurer. Also zum Beispiel man kauft eine Aktie im Wert von 10.000 Euro pro 20 Euro Aktie, dann steigt der Preis auf 60 Euro der Aktie und man hat einen Gewinn von 20.000 Euro gemacht. Oft haben viele Millionäre auch ihre eigenen Unternehmen an der Börse und dadurch steigen ihre Vermögenswerte natürlich immer weiter. Es kann aber auch mit Immobilien sein. Man kauft zum Beispiel günstig eine Immobilie ein und verkauft diese später wieder teuer. Also als Beispiel, man kauft eine Immobilie für 200.000 Euro und ein paar Jahre später kann man die für 260.000 Euro verkaufen. Damit hat man einen Gewinn von 60.000. Das Ganze funktioniert aber auch mit Uhren, Oldtimern und so weiter und so fort. Am besten eine Kategorie, wo man eine Expertise irgendwie hat. Und auch hier wieder der schöne Vorteil, man zahlt hier nur eine Kapitalertragsteuer zum Beispiel an der Börse und muss das Ganze nicht teuer besteuern, wie bei dem Einkommen aus Angestelltenverhältnissen. Wie ich mein Vermögen an der Börse vermehre bzw. dort stetig aufbaue, verlinke ich mal in der Infokarte meinen Videokurs dazu, inklusive 4 kostenloser Einführungsvideos. Ja, last but not least, der Klassiker Einkommen durch Dividenden, zum Beispiel an der Börse. Dividenden sind Einkommen, die du bekommst, wenn du eine Aktie oder ausschüttende Aktien-ETFs investierst und die Unternehmen die Gewinne an die Anleger auszahlen. Zum Beispiel haben wir hier einen Dividenden-DAX, DAX 30 von mir, womit ich 71,91 Euro bekomme, wofür ich eigentlich nichts machen muss, außer den ETF zu halten. Oder hier noch ein Beispiel, den MSCI World mit 16,33 Euro. Und das sind so schöne kleine Einkommen, die immer wieder reinkommen, wo man sich dann freut, wenn man das Ganze auf dem Kontoauszug sieht. Die Dividenden fließen dabei normalerweise einmal im Jahr, aber das kann auch in kürzeren Abständen sein, teilweise sogar monatlich. Also wie ein klassisches Einkommen, nur vollkommen passiv und man muss dafür eigentlich nichts machen, auch nicht mal Zeit gegen Geld tauschen. Ein Video, wie man bereits mit 1000 Euro ein passives Einkommen durch Dividenden erzielen kann, werde ich hier einmal verlinken. In dem Video bekommt ihr eigentlich Schritt für Schritt gezeigt, wie man das Ganze umsetzen kann. Auch diese Einkommensquelle, wie soll es anders sein, hat nur die Kapitalertragsteuer von ca. 26% und ist damit natürlich auch wieder eine sehr interessante Einkommensquelle für Millionäre, aber wohl auch für uns. Ja,
Was können wir am Ende festhalten? Man muss sich auf jeden Fall bewusst machen, dass das Ganze nicht über Nacht passiert. Ich selbst habe auch noch nicht alle Einkommensquellen, aber die, die ich habe, haben auch ihre gewisse Zeit gebraucht. Oft braucht es Jahre Zeit und viel harte Arbeit. Um reich zu werden, braucht man generell Geduld und Disziplin. Das ist mit ein Grund, warum viele Menschen nie über zwei Einkommensquellen hinauskommen. Jedoch sage ich immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Zudem ein wichtiger Tipp, versuche nicht alle Einkommensquellen gleichzeitig aufzubauen. So geht es meistens nur schief. Stattdessen eine nach dem anderen für eine Quelle entscheiden, daraus eine Quelle, einen Fluss machen und so weiter und so fort und danach weiter zur nächsten Einkommensquelle. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Einkommensquelle euch am besten gefällt und welche ihr als nächstes eurem Einkommen hinzufügen wird. Schreibt es mal in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn ihr mehrere Einkommensquellen wollt. Zum Schluss verlinke ich dir noch meinen Videokurs, wie du stressfrei und erfolgreich Vermögen an der Börse aufbauen kannst, inklusive 4 Einführungsvideos kostenlos. Zudem noch ein Video, wie du bereits ab 1000 Euro ein passives Einkommen aufbauen kannst. Und natürlich, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bei Fragen und Problemen schau auch gerne mal in unserer Facebook-Community vorbei. Wir helfen dir dort gerne immer weiter. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.